Morgen Abend trifft Britney in Jordanien ein. Mit ihr beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Wie geht's euch? Meine Eltern mögen Britney, haben aber Zweifel daran, ob wir zusammenpassen. Dass sie hier bei mir leben möchte, zeigt mir, wie sehr sie mich liebt. Hast du getan, worum ich dich gebeten habe? Konvertiert sie zum Islam? Ich hab's ihr gesagt. Anfangs war ich skeptisch. Ich sagte, Sohn, sie ist nicht gut für dich. Wir sind Muslime, sie nicht. Ich bin gespannt, ob sie den islamischen Glauben annimmt. Wenn ihr heiratet, muss sie konvertieren. Ich bringe ihr den Islam am besten langsam nahe. Sehr gut. Sie trägt ein Hijab. Mein Vater ist auf Tradition bedacht. Aber ich glaube, er ist Britney gegenüber aufgeschlossen. Das ist alles, was ich will. Holst du sie ab? Ja, vom Flughafen. Sie schläft im Hotel und am nächsten Tag stelle ich sie euch vor. Na gut. Bringt sie die Scheidungsurkunde mit? Klar. Das ist das Wichtigste. Eure Hochzeit soll nichts im Wege stehen. Hoffentlich nicht. Als Britney das letzte Mal hier war, erzählte sie, dass sie mit einem schlechten Mann verheiratet sei und sich scheiden lässt. Sie hat versprochen, die Scheidungsurkunde mitzubringen. Andernfalls können wir nicht heiraten, weil wir sie vor Gericht präsentieren müssen, bevor wir den Trauschein kriegen. Bleib nicht unverheiratet. Das akzeptiere ich nicht. Und Sex vor der Ehe kommt nicht in Frage. Heiratet sofort nach islamischem Gesetz. Bis jetzt haben wir insgesamt nur 40 Tage miteinander verbracht. Ich möchte, dass wir uns besser kennenlernen und dass sie sieht, was für ein Leben sie hier erwartet. Aber meine Eltern zu überzeugen, wird schwierig. Habe ich deinen Segen? Ich segne dich siebenfach. Gott sei dir gnädig. Ich fliege heute nach Jordanien zur Liebe meines Lebens. Ich werde ganz viel vermissen. Auf jeden Fall mein Dad, mein Hund und meine Freundinnen. Aber ich glaube, Yazan ist der Richtige für mich. Viele halten mich für verrückt, weil das Leben in Jordanien so anders ist. Aber Yazan weiß, dass ich Amerikanerin bin und meinen eigenen Kopf habe. Ich habe mit Sicherheit einen schlechten Einfluss auf ihn. Hier lebe ich jetzt. Ich freue mich auf Britney. Ich kann es nicht erwarten, sie in die Arme zu schließen. Aber sie wird unsere Lebensweise akzeptieren und sich anpassen müssen. Sie muss sich verändern, um mit mir in diesem Land zu leben. I miss you. I am so
Ich freue mich, Soja-San zu sehen. Oh my god, I'm so excited. Thank you. So nice. Thank you, babe. I love you. It feels amazing. Toll, wieder bei ihm zu sein. Los? Ja, ich bin müde. You're tired? I'm so tired. I feel like Yazan. Für mich ist Yazan mein Zuhause. Home, sweet home. Bleibst du bei mir? No. Geht nicht. Ich werde den Abend mit ihr verbringen und ein bisschen quatschen, wenn sie nicht müde ist. Aber ich kann nicht mit ihr im selben Hotel schlafen. Wir sind ja noch nicht verheiratet. Darf ich deine Hand halten? Ja, ich kann. Ja. Trägst du mich? Wie ein Baby? Pick me up like a baby. Warum? Ich bin müde. I can't. Stop right here. Hey, what's this? Was ist das? What's this? Das geht nicht. You. What's this? Ja, Allah. Was ist los? Ihr könnt mich alle mal. Ich auch? Nein, ich bin so dämlich. I am so stupid. Warum? Ich habe gesagt, dass sie hier keinen Alkohol trinken darf. Sie kann auch nicht einfach Leute anquatschen und sie umarmen. Ich habe sie begrüßt. So habe ich ihn noch nie erlebt. Beängstigend. Ich habe eine Menge aufgegeben, um bei ihm zu leben. Deshalb stört mich sein Verhalten gewaltig. Ich bin sehr enttäuscht. Sie verarscht mich. Ich Idiot. Genau davor haben mich meine Eltern gewarnt. Entweder Britney kapiert die Tradition meines Landes nicht, oder sie sind ihr egal. Ich habe in meinem Leben viel aufs Spiel gesetzt, damit aus dieser Beziehung was wird. Ich bin echt bescheuert. Es ist nicht so, als wäre Alkohol hier verboten. Klar respektiere ich seine Kultur, aber ich bin keine Muslimin. Sein Verhalten weckt Zweifel in mir. Es erinnert mich an meinen Ex. Und wenn er so ist, will ich nichts mit ihm zu tun haben.